Leute, here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir machen heute direkt weiter mit Too Hot to Handle. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir ja wieder am Start und beim letzten Mal war es ja sehr, sehr knifflig. Eine besondere Herausforderung für alle, würde ich sagen, denn Holly und Nathan durften in die Liebeshöhle. Mir gefällt das alles. Komm her. Du bist angezogen. Dort lagen überall Peitschen, Süßigkeiten, Strings, die Nathan abknabbern konnte und was auch immer. Auf jeden Fall, es gilt von Lana aus gesehen als die absolute Herausforderung. Ihr müsst die ultimative Prüfung der Keuschheit bestehen. Werden sie es schaffen oder nicht? Das ist die Frage. Und diese Frage hat Lana auch den zurückgebliebenen Teilnehmern gestellt und hat gesagt, hey Leute, wenn ihr den beiden vertraut und die beiden nichts machen, kriegt ihr wieder $57.000 obendrauf. Nicht schlecht. Sollten die beiden aber versagen und ihr sagt, dass ihr ihnen vertraut, dann werden nochmal $57.000 abgezogen. Also ja, sehr, sehr schwierig, sehr, sehr knifflig. Die Gruppe hat sich am Ende dazu entschieden, Holly und Nathan zu vertrauen. Guten Morgen allerseits. Morgen. In Anbetracht von Hollys und Nathans Geschichte könntet ihr, wie ihr Menschen sagt, am Arsch sein. Lana ist eine von uns, die sagt, wie es ist. Ja, ihr könntet damit so richtig schön am Arsch sein. Ich bin mit dem Gefühl aufgewacht, pleite zu sein. Wir haben letzte Nacht einen Haufen Geld draufgesetzt, dass Holly und Nathan nichts anstellen werden. Bitte vermassel's nicht. Ich glaube, sie haben es geschafft. Ich vertraue Nathan. Ich bin so gespannt, ich bin wirklich gespannt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die gar nichts gemacht haben. Aber ich würde es mir wünschen, für alle so. Die Hoffnung ist ja immer da, dass Leute das Richtige machen. Generell im Leben. Wir haben uns gut geschlagen. Denke ich auch. Wir genießen es, zusammen zu sein. Okay. Lässt natürlich doch irgendwie viel Raum für Interpretation. Kann natürlich so gemeint sein oder so. Aber man genießt es. Wer es nicht genießt, ist unser Man Truth. Und ja, der merkt so langsam, nicht so mein Ding hier. Mit den Mädchen hier ist nichts los. Es gibt hier niemanden, den ich noch kennenlernen möchte. Ich glaube nicht, dass ich hier noch etwas lernen kann. So viel sei mal gesagt, das wird Lana nicht unbedingt gefallen, wenn da Leute drin sind, die gar nichts lernen. Ganz im Gegensatz zu Harry, denn der hat was gelernt, beziehungsweise der hat sich so ein bisschen verändert. Bei Bo und mir war es eine Achterbahnfahrt. Am Anfang war da nichts. Doch jetzt ist das anders. Jetzt ist das anders. Jetzt heißt es nur noch love, love, love. Und jetzt der Chor. Love, love, love. Ja. Ich sehne mich nach einer Verbindung. Es kann alles passieren. Alles kann passieren, das auf jeden Fall. Und deshalb schauen wir noch mal in die Liebeshöhle, denn man hört nur gewisse Geräusche. Oh oh. Oh mein Gott. Du gehst aber tief. Ich bin der beste Masseur in diesem Retreat. Der beste Masseur und ich kann euch die Bilder nicht zeigen, aber sie liegt einfach da. Und ja. Sollten Nathan und Holly uns noch mehr Geld kosten, werde ich sauer. Lasst uns alle zu Lana beten. Sie ist die Göttliche hier. Also los. Was für eine skurrile Situation. Alle sitzen, diesmal nicht in Vogelkostüm, muss man sagen. Also so skurril ist es gar nicht. Auf jeden Fall sitzen alle um Lana, beten und ja. Holly und Nathan kommen dann herein, denn die Nacht ist vorüber. Die Massage war anscheinend der Abschluss einer glorreichen Nacht. Doch wie sah diese Nacht aus? Was ist passiert? Es war toll. Ein schön dekoriertes Bett mit Handschellen. I'm bad. OMG. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Massageöl. Überall Kerzen. Das war's. Peitschen. So wie er es beschreibt, klingt es nach der perfekten Party. Wäre ich gern dabei. Also mit Holly. Doch die bittere Wahrheit folgt direkt, denn bei all der Freude, die Nathan hier gerade zum Ausdruck bringt, war das eine ernste Geschichte. Es war jedoch auch ein Vertrauenstest. What? Was? Glauben Sie, dass ihr keine Regelverstöße begeht, würde ich die bislang verlorenen $57.000 zurückerstatten. What? Oh. Also wenn das nicht gescriptet ist und die Reaktionen so ausfallen, oh, sieht's schlecht aus. Solltet ihr die Regeln in der Suite jedoch nicht eingehalten haben, werden zusätzlich $57.000 vom Preisgeld abgezogen. What? Was? OMG, OMG. Also, ich vermute, minus $57.000 stehen jetzt im Raum. Ich hatte keine Ahnung, dass so viel Geld auf dem Spiel steht. Wir haben gesagt, wir vertrauen euch. Ich kann nicht glauben, dass sie das getan haben.
Sie sehen schuldig aus. Langsam bereue ich, dass ich ihnen so viel Vertrauen geschenkt habe. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend und dann ist Lana bereit, die ganze Situation aufzulösen. Hat sie was in dieser Nacht entdeckt? Ich kann euch sagen, dass Nathan und Holly meinen Test nicht bestanden haben. OMG. Die Gruppe verliert jetzt $57.000. Nochmal drauf. Man darf hier nicht vergessen, Holly und Nathan haben schon mal, glaube ich, $30.000 verspielt oder, glaube ich, nochmal 12.000 für zwei Küsse oder was auch immer. Die haben schon über $100.000 verspielt von $200.000 Preisgeld insgesamt. Das ist krass. Ist das euer Ernst? Dies hat die Gruppe $57.000 gekostet. Was habt ihr gemacht? Vielleicht haben wir uns geküsst. Oh mein Gott. Und vielleicht war es eben nicht nur ein Kuss. Für mich sieht das wie zwei Küsse aus. Und jeder, der sich jetzt fragt, okay, die haben noch nicht mal, you know what? Nee, es geht hier um zwei Küsse, die $57.000 gekostet haben. Hä? Habt ihr einmal daran gedacht, dass das vielleicht keine gute Idee sein könnte? Ihr wusstet, dass ihr widerstehen müsst. Wussten sie schon, Holly versucht sich so ein bisschen rauszureden, sagt schon, hey, wir dachten so zwei kleine Küsschen, tut ja nicht so weh, werdet ihr schon verstehen, aber ja, ihnen war es egal. Und weil ihr euch zweimal geküsst habt, werdet ihr mit einer zusätzlichen Geldstrafe von $12.000 belegt. Das bedeutet, dass eure Nacht in der Suite die Gruppe insgesamt $69.000 gekostet hat. 69.000 Dollar ohne 69. Das ist schon hart. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist schon sehr, sehr bitter. Das ist schon krass. Ich wäre schon sauer, auf jeden Fall. $69.000 für zwei Küsse? $69.000? Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe das Gefühl, als hätte ich euch alle enttäuscht. Nee, Bro, wie kommst du denn darauf? Ich glaube, alle sind sehr, sehr happy. Easy. Wir hatten keine Ahnung, dass ihr auf uns wettet. Aber ihr musstet eine Probe bestehen. Das ist wahr, sie mussten eine Probe bestehen. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, haben sie diese Probe der Keuschheit oder wie auch immer sie hieß, nicht bestanden. Wenn ihr den Test bestanden hättet, würde das Preisgeld wieder bei $200.000 liegen. Ja, wäre geil. Und jetzt können wir ja nochmal zusammenrechnen, was denn jetzt am Ende noch im Jackpot ist und was das bedeutet für jeden Einzelnen. Jetzt sind es hingegen $74.000. So gut wie nichts. Bis bald. So gut wie nichts, denn wenn wir jetzt einfach mal 74.000 durch 12 rechnen, das ist nicht mehr so viel pro Nase. Das ist wirklich ernst. Die Stimmung ist auf jeden Fall bedrückt, aber Holly ist bekannt dafür, sehr, sehr, sehr gut zu argumentieren. Und ja, sie probiert es mal bei den Mädels allein. Ich habe das Bedürfnis, mit euch zu reden, weil ihr uns vertraut habt, was ihr nicht hättet tun sollen. Wieso vertraut man denn Holly? Wieso vertraut man Nathan? Also, Angriff ist die beste Verteidigung für Holly und die sagt so, hey Leute, selbst schuld, wie kann man uns vertrauen? Guter Versuch, Holly, aber du weißt, dass du den Fehler begangen hast. Ich fühle mich schuldig und furchtbar schlecht. Ich glaube nicht, dass euch wirklich leid tut, was ihr getan habt. Ihr fühlt euch jetzt nur schlecht, weil wir so reagiert haben. Das ist alles. Um Rihanna jetzt mal hier zu zitieren, you only sorry you got caught. Und da kann keiner sagen, dass ich die Tonhöhe nicht gehalten hätte. Und wahrscheinlich habe ich es falsch zitiert. Ich weiß, ihr könnt mich nicht ansehen, doch es tut mir aufrichtig leid. Ich habe geglaubt, du packst das und alles auf dich gesetzt. Das ist einfach scheiße, dass es nicht so gelaufen ist, wie wir es geplant hatten. Es tut mir leid. Nathan versucht es hier auf eine andere Art und Weise und es wirkt ehrlich, vielleicht auch gut geschauspielert, aber es wirkt auf jeden Fall ein bisschen authentischer und so, als ob er wirklich ein bisschen Reue zeigen würde. Ich muss das Vertrauen von allen zurückgewinnen. Ich bin jetzt mehr denn je bereit zu lernen, weil ich seit ich hier bin nichts richtig gemacht habe. Und das hört doch Lana gerne, jemand, der eine persönliche Entwicklung durchmacht. Anders sieht es bei unserem Hawaiianer aus. Der macht gerade keine private Entwicklung durch, sondern einen privaten Waschgang. Ja. I know a girl and her name is Lana. Her name is Lana, no drama, it's Lana, my karma,
Kabibi. Dear Lana, you're so special, just to me. Entspann dich. Entspann dich, ja, das hat Lana nötig, aber auch Jazz, denn Jazz. Wir sind hier, um zu wachsen und bessere Menschen zu werden. Ehrlich gesagt fühle ich mich nicht danach. Zurzeit gibt es niemanden, mit dem ich eine tiefere Bindung eingehen möchte. Ganz anders bei Harry und Bo. Harry hatte am Anfang kein Interesse an Bo, hat dann aber mit der Zeit gemerkt, dass Bo verdammt cool ist und die beiden super harmonieren. Also, er hat sich geöffnet. Holly und Nathan haben uns viel Geld gekostet, weil sie das Retreat nicht ernst nehmen. Wir sollen eine Verbindung zu jemandem aufbauen. Wie geht's denn so? Gut. Was sollte dieses Ich mag dich gestern Abend? wait a minute. Was ist da vorgefallen? Was haben wir verpasst? Lana, was ist da passiert? Ich habe das Gefühl, dass wir uns näher kommen und ich vermisse dich, wenn du nicht da bist. Ich mag dich. Also, wenn das keine romantischen Worte waren, dann weiß ich auch nicht. Süß, die beiden, oder? Ich hab nur im Schlaf geredet. Nein, sag die Wahrheit. Ich mag es sehr, dass du genauso albern bist wie ich. Ich genieße es, dich kennenzulernen. Schleimer. Was ist mit dir? Was fühlst du? Du bist okay. Also Bo ist hier auf jeden Fall noch sehr zurückhaltend. Die hatte ja schon mal gesagt, dass sie ihn mag. Aber er hat dann gesagt, hey, mehr als Freundschaft ist da nicht drin, weil ich habe ein Auge auf Georgia geworfen. Und natürlich, das hemmt sie jetzt auch ein bisschen, da jetzt sich zu öffnen, was ich auch verstehen kann. Denn eigentlich richtig interessiert war er am Anfang nicht. Ich will nicht verletzt werden. Mir ist das schon mal passiert. Ich hoffe also, dass er die Wahrheit sagt. Ich weiß nicht, was du vorhast. Wäre cool, sich kennenzulernen. Mit dem Strom schwimmen, schauen, was passiert. Und wenn etwas dabei herauskommt, mal sehen. Bring mich in Stimmung. Das hättest du wohl gern. Bring mich in Stimmung und ihr wisst, was jetzt passiert. Wir werden beim nächsten Mal sehen, ob Harry Bo in Stimmung bringen kann und wie das aussehen wird. Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Abonniert gerne meinen Channel, würde mich sehr, sehr krass freuen. Und ja, ich kann jetzt nur noch sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.